Und damit hallo und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Wir haben den 28.05.2023 und damit der Tag nach NFC 14 bzw. der Doppelveranstaltung NFC 14 und Glory 86. Die ist jetzt gerade aktuell, während wir aufzeichnen, noch gar nicht zu Ende, aber damit die Kämpfer, die wir heute noch sprechen wollen, gar nicht erst die Chance haben abzuhauen und uns ihre Stories vorzuenthalten, haben wir gesagt, wir machen jetzt das Event hier. Marc muss parallel ein bisschen kommentieren. Ich habe gesagt, ich spreche lieber mit den MMA-Kämpfern. Er darf Kickboxen kommentieren. Wir haben so viel erlebt. Es war eine so andere Kampfsportnacht, aber es war auf jeden Fall eine denkwürdige Kampfsportnacht. Ich stelle einmal vor, wer hier bei mir sitzt. Zu meiner Linken, von euch aus gesehen, rechts sitzt Bene von DeFi Chain, denn wir werden im Rahmen dieses Podcasts, wie immer nach einem Live-Event, natürlich auch unseren Bonus vergeben, den Fighter of the Night Bonus. Das sind 10.000 Euro. Diese 10.000 Euro, Bene, können wir einmal ausschütten auf einen Kämpfer, in eine Börse sozusagen, oder eben wir können splitten auf maximal zwei Personen. Und das ist immer gar nicht so einfach. Weil es ist unglaublich schwer. Ja, es gibt so viele gute Leute, Anwärter, ne? Und trotzdem muss es ja irgendwo einen oder maximal zwei Gewinner geben. So ist es. Also das wird auf jeden Fall anstehen. Außerdem haben wir zwei der Akteure im Ring, tatsächlich auch bei uns gerade, Raul Lembaranski und Daniel Agai da hinten, mit denen wir jetzt auch erstmal ins Gespräch gehen. Ich würde mit dir einmal anfangen, Daniel. Dein Kampf ist ja doch auch ein bisschen schwieriger gewesen, als ich es zumindest mal erwartet habe. Ja. Sag mir noch mal ganz kurz, wie war es aus deiner Sicht? Ich finde, ich habe gut angefangen. Ja, ich habe jetzt verloren und Kopf hoch. Aber da, wo die zweite Runde begonnen hat, habe ich direkt gemerkt, dass die Beine zugehen, Luft weggeht. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Ich habe einfach verloren. Also, und das gehört auch dazu, würde ich mal sagen. Es gibt bestimmt Leute da draußen, die sich freuen und dies, das, aber das gehört dazu. Ja klar, also Hater hat man immer. Du warst ungeschlagen bis zu diesem Kampf. Ja. Und es ist immer die Frage ja gar nicht, fällt die Null, sondern wann fällt die Null? Für manche Leute ist es auch tatsächlich ganz gut, wenn es früh passiert. Ich habe genug Kämpfer kennengelernt, die zu lange die Null mit sich rumgeschleppt haben und sich dann darüber definiert haben. Ja. Jetzt ist es einmal passiert, du sagst Kopf hoch. Hast du im Vorfeld deinen Gegner genauso eingeschätzt, wie er dann am Ende des Tages rausgekommen ist heute? Nee, ich habe nicht gedacht, dass er auf dem Boden so harte Hände hat. Ah. Ja, was soll ich dazu sagen? Passiert, ja. Erfahrung. Du hast eben gesagt, die Beine sind zugegangen. Genau. Das spricht ja immer so ein bisschen für Konditionsthemen. Ja. Meiner Erfahrung nach, und die eine oder andere Runde habe ich auch schon gedreht im Ring und Cage, ist es so, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, warum man müde wird im Kampf. Entweder das Training ist nicht so richtig gelaufen, warum auch immer, oder man hat vielleicht einen Treffer abbekommen, der einem so ein bisschen die Luft genommen hat. Kannst du sagen, was es war? Oder eine Mischung? Ich kann mich nicht ganz genau erinnern, wenn ich sagen darf. Ich war so erschöpft im Ring. Ja, ich glaube, ich habe die erste Runde richtig gut angefangen, dominiert. Definitiv. Wie ich es wollte. Und dann lag ich auch in den letzten 10, 15 Sekunden kurz auf Boden, auf dem Rücken. Die letzten 10 Sekunden. Da kam ein richtig guter Schlag. Die hat mich auch, glaube ich, gut mitgenommen. Also damit habe ich nicht gerechnet. Dann bin ich raus und dann wieder in die zweite Runde rein und ich merke so, fuck, meine Beine gehen zu. Ja, aber gut, trotzdem wieder gut angefangen, aber ich glaube, aber man hat schon gemerkt, in der zweiten Runde, da ist was anders. Ich hatte auch das Gefühl, es lag so an den Schlägen am Ende der ersten Runde, so die letzten paar Sekunden. Ja, ich glaube auch, das war genau das, was es ausgemacht hat. Und also ich habe die Schläge wirklich unterschätzt. Das ist auch von, das ist auch beim Pound auf dem Boden wehtun können. Mhm. Ja. Das weißt du jetzt. Wir hatten so einen kleinen Schreckmoment, hätte ich fast gesagt, weil du am Ende des Kampfes ja erstmal auch ein bisschen liegen geblieben bist. Und ich war mir nicht so hundertprozentig sicher, ist es jetzt die Erschöpfung, ist es vielleicht irgendwie eine Verletzung, ist der Kreislauf, was auch immer. War aber primär die Erschöpfung, oder? Ja, ich hatte meine Orientierung war da. Ich wusste noch, wo ich bin, was gerade abgeht und so, aber ich konnte nicht aufstehen. Hm. Erschöpfung, Beine waren schwer, genau. Das kann man sich ja eigentlich fast gar nicht vorstellen. Ne? Ihr trainiert ja jeden Tag
Und dann denkt man sich, ja, das sind nur 15 Minuten, wie kann man danach so müde Schläge. Sein? Ja. Das geht aber. 20 Schläge, ja. 100%. Okay. Ich frage jetzt nicht, wie es weitergeht. Ich meine, der Kampf ist jetzt ein paar Stunden alt. Du hast selber schon gesagt, okay, gehört dazu, wir müssen weitermachen. Ja. Ich bin mir sicher, du wirst jetzt mal ein paar Tage Ruhe gönnen. Ja. Dann geht es wieder zurück ins Training. Natürlich. Und dann so oder so freuen wir uns, dich wiederzusehen bei NFC. Wahrscheinlich kannst du jetzt auch noch gar nicht sagen, wann es wieder weitergeht. Oder hast du da schon eine direkt Idee? Direkt nächste Veranstaltung. Also, okay, also direkt wieder aufs Pferd aufsteigen. Ich bin direkt wieder dabei, normal. Okay, ja, genau. Gucken wir mal. Max Merten guckt sich ja den Podcast auch immer an. Da schauen wir mal, was der dazu sagt. Erstmal, ich sage das immer, es ist natürlich cool, sich hier hinzusetzen, wenn man gewonnen hat, um sich nochmal zusätzlich feiern zu lassen. Es zeigt aber besondere Größe aus meiner Sicht, wenn man sich hier hinsetzt, nach so einer bitteren Niederlage auch, wie es ja für dich war, vor allen Dingen die erste Niederlage. Deswegen danke, dass du dir die Zeit genommen hast, noch extra hier geblieben bist. Danke euch nochmal für die Bühne und ja, Dankeschön. Und es war ja ein großer Abend. Für euer Gym, natürlich. MMA Spirit, hatte vier Kämpfer auf der Karte, du hast selber schon gesagt, drei Siege geholt. Ja, und einen der Sieger aus Frankfurt, den habe ich auch nochmal hier neben mir, Raul, freut mich, dass du da bist. Dankeschön. Also, ich muss mir selber Danke sagen, dass ich gewonnen habe, aber danke, dass ich hier bin. Bitteschön. Bevor ich den Podcast anfange, ich möchte eine Sache klarstellen, und zwar habe ich nach dem Kampf über Respekt geredet und im Kampf ist eine Sache passiert, wo die Leute gedacht haben, dass ich ihn angespuckt habe. Meine Nase ist gelaufen, ich habe ausgeatmet und das kam in der Kamera wahrscheinlich so rüber, dass ich auf ihn gespuckt habe. Meine Eltern haben mich nicht so erzogen, dass ich Leute anspucke oder respektloses Verhalten bringe. Deswegen wollte ich nochmal dazu das Statement geben, habe ich auch auf Instagram gerade gemacht, dass das keine Absicht war und es sollte auch auf keinen Fall nicht zu einem Gegner hingezogen sein. Ja? Also ich bin immer sehr respektvoll zu meinen Leuten. Leider ist mein Gegner nicht so respektvoll gegenüber mir gewesen, aber ich bin ein Profi, ich habe mein Gewicht gebracht und ich hoffe, ich habe euch entertained und konnte euch einen guten Kampf bieten. Das wollte ich nur mal kurz klarstellen. Ja, alles gut. Du redest, ich versuche es ein bisschen zu moderieren. Und du fängst damit mit einem sehr, sehr spannenden Thema an. Denn dein Gegner hat schon sehr viel Intensität reingebracht in dieses Duell. Also es gab ja diese Waagesituation. Er bringt das Gewicht nicht. Er fängt an, dich zu schubsen. Und dann sagt auch noch das gegnerische Team, ey, wisst ihr was, jetzt, wo das alles hier so ist, da haben wir gar keinen Bock mehr, das Gewicht zu bringen, das dann quasi im Nachhinein vereinbart war. Ist das so, also so habe ich es quasi verstanden, ist es so, wie du es auch wahrgenommen hast? Andreas, du warst selber Kämpfer, du weißt, wie es ist, der Fokus ist da. Auf einmal wird dir gesagt, nach der Waage, nach diesem Verhalten noch, dass der auf einmal mir sagt, er kämpft nicht mehr. Ich denke mir, was geht hier jetzt ab? Ich mache 8 Wochen Vorbereitung, stecke so viel Herz und Blut in dieses Sport rein, weil das ist das Einzige, was ich mache, das ist mein Beruf und ich will an die Weltspitze. Und mir wird dann am Kampftag gesagt, am Vorkampftag gesagt, du wirst nicht kämpfen, weil dein Gegner keinen Bock hat, sich an die Option zu halten, die ihm gestellt werden, weil er sein Gewicht nicht gebracht hat. Dann denke ich mir, wo ist die Professionalität? Also vielleicht für die Leute, für denen das alles ein bisschen zu schnell geht. Normalerweise, so ist es ja gedacht, gibt es den Tag der Waage, der ist einen Tag vor dem Kampf. Und da bringen die Kämpfer ihr Gewicht zu einer gewissen Uhrzeit und haben dann eben genau Zeit. Früher hat man es am selben Tag gemacht, aber dann hatte man nicht genug Zeit, um wieder aufzuladen. Flüssigkeit und auch Kohlenhydrate wieder aufzuladen. Deswegen macht man es mittlerweile am Vortag. Es gibt eine gewisse Uhrzeit, da muss das Gewicht da sein. Wenn man das nicht schafft, gibt es nochmal eine Chance, das nachzumachen, je nachdem, welche Veranstaltung, eine Stunde, eineinhalb Stunden, vielleicht auch mal zwei. Und wenn man es dann nicht geschafft hat, ist man raus. Dann habt ihr gesagt, wir wollen aber unbedingt diesen Kampf haben. Wir einigen uns auf, ich sag mal, so eine Zwischenlösung. Am nächsten Tag darfst du nicht zu schwer sein. Und wie viel Kilo ging es da? Mein Manager Nils hat ihm 500 Optionen dargestellt. Er hat ihm gesagt, wie das war dann so eine Kommunikation zwischen den beiden, 68 am nächsten Tag um 12 Uhr, dann findet der Kampf statt. Okay. Nach der Waage, nach dem Face-Off, haben die auf einmal gesagt, nein, wir machen das nicht. Wir werden nicht kämpfen unter diesen Voraussetzungen. Das hat mir natürlich sehr weh getan. Ja, ich war sehr traurig und dann habe ich auch abends Steak gegessen, obwohl man eigentlich kein schweres Essen vor dem Kampftag isst. Hab Tiramisu reingehauen, hab keine guten Getränke zu mir genommen. Also ist auch Alkohol drin, nein, oder? Ein Prozent, ja. Okay, wir haben sogar gesagt. Eigentlich hätte ich niemals gegessen, aber dann dachte ich mir, egal, ich kämpfe sowieso nicht. Ja. Weil mein Manager hat gesagt, Kampf ist weg, wir haben ein Statement-Video gedreht, dass der Kampf ausfällt. Ich
weiß es von ein paar Jungs, bei denen das auch passiert ist, ja. Die normalerweise relativ trinkfest sind, aber nach dem Weight Cut Alkohol soll wohl besonders gut ballern, habe ich mir sagen lassen. Nee, auch diese 1% im... Aber ich bin morgen aufgewacht, ich war erschöpft. Ja. Ich dachte mir, scheiße, aber ich habe gesagt, ich kämpfe ja sowieso nicht. Und dann sind wir zusammen frühstücken gegangen, habe gesagt, komm, wir gehen frühstücken. Und dann auf einmal wird mir gesagt, ich kämpfe. Und ich denke mir, alle, ich fühle mich gar nicht so gut. Aber ich wird gefragt, willst du kämpfen? Ich sage sofort direkt ja. Hm. Natürlich, was mache ich hier? Und dann ist es jetzt so passiert halt. Okay, also ich glaube, da ist es alleine schon schwer, sich reinzuversetzen als Nichtkämpfer, welche Dynamik das annimmt, diese Anspannung. Dann auf einmal merkt man, boah, es geht nicht, diese ganze Anspannung fällt ab. Am nächsten Morgen dann zu sagen, okay, ich schalte nochmal diesen Fight-Modus an. Hast du, wir kommen gleich zu einem Kampf, aber hast du, bevor der Kampf angefangen hat, das Gefühl gehabt, ich bin ready? Oder hast du schon das Gefühl gehabt, so, boah, eigentlich war ich ja schon zu Hause auf der Couch mit dem Kopf? Nein, Andreas, der Tony Ferguson hat es einmal gut gesagt. Und zwar, wir sind Profis, wir sind Kämpfer, wir sind immer bereit, wir sind immer fit und wir können immer kämpfen. Er hat natürlich gesagt, egal wo und wann, auf der Straße auch, aber das machen wir nicht. Das ist nicht mein Typ. Ich bin kein Straßenschläger, ich bin Profisportler und schlag mich nur im Kick. Okay, also bevor du in den Ring gegangen bist, hast du eigentlich das Gefühl gehabt, okay, egal wie doof das Ganze war, ich bin ready. Ja, nur am Ende war es doch ein bisschen zu emotional. Naja, okay, das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Du bist in den Kampf gestartet, da wäre ich nämlich jetzt auch drauf eingegangen und hast das erste Mal, und das hat Marc auch im Kommentar gesagt, emotional gekämpft. Also hast wirklich in der ersten Runde, man hatte das Gefühl, dass was Persönliches. Also das hat der Gegner auf jeden Fall geschafft, so ein bisschen dich zu pieken, oder? Das war eigentlich das, was ich nicht wollte, aber ich muss mir den Kampf anschauen. Warum ist es dann doch gekommen? Ja, es ist wie du gesagt hast, gestern bei der Waage, dieses Kopf an Kopf kommen, okay. Ich bin kein Fan davon, vor allem nicht, wenn man noch so unprofessionell gehandelt hat. Und dann waren auch noch viele Beleidigungen im Spiel und so weiter und so fort. Aber was willst du machen? Ich habe meinen Teil gemacht, ich habe mich wie ein Profi benommen und das ist am Ende, was am Ende zählt. Das war eine Stufe, die ich gegangen bin. Ich bin die Stufe hochgegangen und fertig. Ist aber auch eine wertvolle Erfahrung aus meiner Sicht, wenn man das mal erlebt hat. Weil es gibt ja durchaus Kämpfer, die das probieren, um einen aus dem Konzept zu bringen. Ich nehme immer gerne dieses McGregor gegen Aldo-Ding. Ja? Ja. Also Aldo war definitiv in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt durch diese Mindgames von McGregor, die natürlich noch viel länger gingen und viel ausschweifender waren. Da, sag ich mal, sich so ein bisschen von beeinflussen zu lassen, ist eine Sache. Aber du hast es ja trotzdem geschafft, einen extrem guten Kampf zu machen. Erste Runde, muss ich sagen, hast du mir extrem gut gefallen. Aber Marc und ich haben auch beide gesagt, so, oh, hoffentlich hält er diese Pace durch. In der zweiten Runde hatte ich schon so ein bisschen Angst, es läuft wie beim Teamkollegen. Nein. Natürlich hat es mich auch mitgenommen, weil ich habe schon oft erwähnt, wir sind wie Brüder. Nur, dass wir verschiedene Blut haben, aber das ist wie mein Bruder. Wir sind tagtäglich zusammen. Und es hat mir sehr weh getan, dass er verloren hat, aber wir haben 3 Siege nach Hause geholt. Ja, das war so, in der ersten Runde bin ich in die Ecke gegangen und habe auch gespürt, meine Beine sind total schwer, ich weiß nicht, was passiert ist. Und dann stehe ich auf, aber ich habe ihn gesehen, sein Gesicht sieht schon nicht mehr so gut aus. Aber ich wollte ein bisschen hüpfen, aber ging nicht mehr. Ging einfach nicht mehr. Es wäre auch das erste Mal passiert. Da dachte ich mir, egal, mein Kämpferherz lässt niemals zu, dass ich aufgebe. Und ich bin mit meinem Herz durch den Kampf gegangen dann. Also die zweite Runde war knapp. Am Ende gab es dann irgendwie nochmal eine Situation, wo ich gesagt habe, ah ja, doch, kann man auch dir geben. Aber ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Ja. Beim Kommentieren ist ja auch ohnehin ein bisschen schwierig. In der dritten Runde aber, da ging es nochmal richtig zur Sache. Ja, ich war... Als Kämpfer ist es immer schwer einzuschätzen, wie die Runde abgelaufen ist. Nils, mein Manager, hat mir immer gesagt, ich habe die Runden gewonnen. Ich habe die Runden gewonnen, ich dominiere den Kampf, ich habe beide Runden gewonnen. Und in der dritten Runde habe ich dann auf einmal Energie bekommen wieder, weil ich gesehen habe, er ist so müde. Und es hat mir einen Push gegeben. Und das war auch der Moment, wo meine Nase geblutet hat und ich ausgeatmet habe. Und das dann so rüberkam, als wäre es gespuckt, aber dazu habe ich ja schon was gesagt. Und da habe ich die Fans halt entertained. Die Leute wollen was sehen, die Leute wollen Action sehen. Natürlich respektvolles Verhalten auch, aber mir wurde gesagt, es war ein spaßiger Kampf zum Zuschauen. Und ja. Also Spaß gemacht zum Zuschauen hat es auf jeden Fall. Es war super intensiv. Man hat von vornherein gemerkt, da ist Zunder drin. Ja. Ich habe das, glaube ich, so formuliert, dass ich gesagt habe, da ist Action drin über die sportliche Ebene hinaus, ja, schon im Vorfeld gewesen. Das sind aber ja am Ende des Tages auch die Kämpfe, die Leute besonders gerne sehen wollen, sind wir ehrlich. Ja. Jetzt,
Und das ist witzigerweise was, worüber wir uns unterhalten haben, Bene. Dieses Showboating, ja, zu sagen, hey, komm her und so. Und Bene hat mich das gefragt, weil er einfach noch nicht so tief und nicht so lange in der Kampfsport-Bubble steckt. Ist das eigentlich respektlos? Und ich glaube, hättest du dieselbe Frage vor 5 Jahren, vor 10 Jahren gestellt, hättest du eine andere Antwort bekommen. Ich sag mal so, nachdem es ja diese McGregors, Rashad Evans hat viel gemacht in der UFC und so, nachdem es diese Leute gab, hat sich es irgendwann etabliert und ich zumindest empfinde es nicht mehr so extrem als respektlos. Ein anderes Thema ist natürlich Anspucken. Und da haben wir auch relativ kontrovers drüber diskutiert. Sag doch mal ganz kurz, wie habt ihr denn den Kampf aus eurer Ecke gesehen? Ihr habt ja mit der Community da gesessen. Ja. Und wie habt ihr den Kampf gesehen? Also ich glaube, ich muss weiter vorne anfangen. Mhm. Und zwar Raoul und ich, wir haben uns kennengelernt beim letzten Event in Dortmund. Und zwar kamen wir beide nicht rein. Ja? Und dann standen wir da am Eingang und kamen beide nicht zum Event rein. Und so haben wir uns kennengelernt. Und ich habe Raoul wirklich als jemand kennengelernt, der sehr, sehr fair ist, der wirklich trainiert wie ein Verrückter, ja? Der auch Vorbildfunktion hat für ganz, ganz viele junge Menschen. Und von dem her wusste ich schon, er ist eh in der engeren Auswahl. Von vornherein mit dem, was er als Gesamtpaket mitbringt. Und dann dachte ich mir, okay, dann muss eben jetzt noch die Performance stimmen. Mut und Kampfgeist, ja, das muss jetzt noch stimmen. Und das hat auch gestimmt, aber dann gab es eben diesen anderen Part. Und da habe ich mich verunsichern lassen, muss ich auch sagen, durch die Leute, die drumherum saßen im Publikum. Und wir haben das auch gehört. Also ich habe es erstmal nicht gesehen. Dann habe ich gehört im Publikum, dass viele gesagt haben, der Raoul, der hat ihn gerade angespuckt. Ja? Und ich war in dem Moment wirklich enttäuscht. Ja, weil ich habe ihn kennengelernt als jemand, der total sympathisch ist und der total viel Mehrwert auch bringt für diese Veranstaltungen. Und ich war da wirklich kurz enttäuscht, ja, weil er für mich ganz klar auf der Liste drauf stand. Und dann kam eben diese Show-Einlage noch so ein bisschen dazu und das hat sich dann so angestaut so ein bisschen. Und Gott sei Dank habe ich ja dich an meiner Seite, ja, der mir die Sachen erklärt und der das Ganze einordnet. Und du hast ja auch das Gespräch mit mir gleich nach dem Kampf gesucht. Wir haben uns dann ja auch gesehen. Ja. Und du hast mir nochmal ganz, ganz klar versichert, das war kein Anspucken. Du hattest Blut in der Nase. Und wenn immer noch, genau. Und nachdem du mir das auch nochmal sagen konntest und mir ganz klar erklären konntest, dann konnte ich das nochmal anders einordnen. Mhm. Und mit diesem Show machen, da habe ich eben dir auch einfach vertrauen müssen und du hast mir das super erklärt, dass es mittlerweile einfach dazugehört. Und ich weiß natürlich auch, dass das auch Taktik sein kann. Ja? Total. Und daher kann ich es jetzt anders einordnen und für mich macht das Ganze jetzt als Gesamtpaket mehr Sinn. Mhm. Und deswegen, wir sind zusammengesessen, wir haben es uns nicht leicht gemacht. Nein. Und deswegen haben wir gemeinsam entschieden, dass wir den Bonus splitten. Und du bist einer von denen, der diesen Bonus gewinnt. Du gewinnst 5.000 Euro Dankeschön, von uns. Vielen Dank. Ich muss ja mit Andreas, glaube ich, teilen jetzt. Ja, ich nehme entspannte 80%. Ich glaube, Andreas hat die Großteil gemacht, was ich ihn bekommen habe. Vielen Dank. Dankeschön. Also, ich muss dazu sagen, es ist wirklich eine Sache, die wir sehr, sehr ernst nehmen. Ja. Also, wir haben ja diese Regeln formuliert, unter denen... also uns selber auferlegt. Wir hätten ja auch einfach sagen können, wir geben jetzt irgendwie 10.000 Euro den Leuten, die uns am besten gefallen. Ja. Haben wir aber gar nicht. Wir haben gesagt, es gibt bestimmte Regeln, denen wir folgen und Maßstäbe, die wir ansetzen wollen. Und damit haben wir es eigentlich uns selber schwer gemacht. Und vor allen Dingen so kurz nach dem... Guck, gerade, wenn Sie es gesagt haben. Brauchst du irgendwas? Ja, du... Also, und so kurz nach dem Event, wo die Eindrücke auch noch so frisch sind, dann auch direkt eine faire Entscheidung zu treffen, dass... ist für uns natürlich auch eine große Herausforderung. Geht's dir gut? Ja, alles gut. Nee. Red ruhig weiter. Das ist gerade die Freude für den Bonus. Muss ich gleich nochmal spucken. Also ich glaube, rein sportlich war es für mich klar, habt ihr den Fight of the Night abgeliefert? Auch wenn ich die Unsportlichkeit von deinem Gegner nicht gerne sehe, muss ich sagen, die Intensität und die Dynamik des Kampfes war unfassbar. Und das... ich sag mal, auch von einem Anfänger, du bist ja auch noch nicht so lange dabei im MMA, sorry, wenn ich nicht Anfänger nenne, das ich weiß, wie du es meinst. Nee, ist nicht despektierlich gemeint, da gibt es noch ein bisschen Nachschub. hast du im Vorfeld gedacht, dass du dich qualifiziert hast für das Ding? Ich bin, sagen wir so, ich weiß, ich bin ein sehr respektvoller Junge, noch junger Mann, ich wurde respektvoll erzogen von meinen Eltern, aber... wie sagt man das, wenn dir die Person keinen Respekt gegenüber gibt, dann passiert halt sowas, ja.
Ich hab das tatsächlich auch Bene gegenüber so begründet, dass ich gesagt habe, auch mit dem Showboating und mit der Intensität, wenn der andere so eine Intensität mitbringt und dich wegschubst und so und du grinst das weg und verbeugst dich vor ihm, dann macht das auch was mit der Dynamik. Und ich glaube, dass es ein Nachteil ist, wenn man da nicht zumindest mal dem anderen die Stirn bietet. Ja. Das war am Ende des Tages auch das Gespräch, das wir geführt haben und dann das Zünglein an der Waage. Es hätte wirklich auch viele andere Leute gegeben heute, die sich empfohlen haben, weil wir haben ein paar echt gute Performances gesehen. Ich finde, verdient hast du es aber allemal. Was machst du jetzt mit der Kohle? Hast du da schon Gedanken? Ich sag euch ehrlich, Daniel hat schon gesagt, scheiße, wie soll ich den Bund gewinnen, wenn du mit mir auf einer Fightcard kämpfst? Ich habe schon zu Nils auch gestern gesagt, ich werde den Bonus mir holen, also bevor der Abkampf abgesagt worden ist. Weil ich weiß einfach, die Leute wollen sowas sehen, die Leute finden sowas cool und ich kriege viele, viele Nachrichten auch, dass die Leute das cool finden. Ich hab's ja, wichtig ist, dass wir beide das cool finden. Ja, aber wir haben tatsächlich auch viele Leute im Vorfeld schon geschrieben, dass du einfach ein Kandidat bist. Ja. Ja, schon im Vorfeld mit dem Gesamtpaket, das du mitbringst. Und ich glaube, also ich bin normalerweise vom Beruf auch Anti-Gewalt-Trainer. Ich weiß, das passt jetzt vielleicht hier nicht so gut dazu. Aber da sagt man auch, dass so eine Unfairness von jemandem, also so eine Unsportlichkeit, dass das schade wäre, wenn du darunter zu leiden hast, wenn jemand so wahnsinnig unfair ist und du bist der Leidtragende davon. Und natürlich hat es angesteckt, ja, diese ganze Situation. Und trotzdem, glaube ich, wäre es schade gewesen, wenn jetzt so eine unfaire Aktion wäre und du dann praktisch der bist, der darunter zu leiden hat. Sondern ich glaube, das muss man getrennt betrachten. Und da hast du einfach auch eine gute Reputation dir schon aufgebaut, indem du Vorbild bist, indem du sehr fair gewesen bist in deinen anderen Kämpfen, dass man dir das einfach auch glauben kann, wenn du zu mir kommst und mir das nochmal erklärst. Ja? Es freut mich auch sehr, dass ihr das jetzt so entschieden habt, weil, wie gesagt, in diesem Sport steckt nicht nur... Tut mir leid, ja, das ist alles ja, gut, alles gut. Du hast gekämpft. Kannst ja, du, brauchst du irgendwie Hilfe? Ja. Hi. Nicht das Mikrofon voll bluten. Was passiert hier gerade? Okay, ja, wir... Ja. Improvisiert. Aber erst kommt nach dem Bonus. Nee, die andere nicht. Ja, warte eine Sekunde, Das, ich glaube, das können wir rausschneiden gleich. Ja. Also, was war die Frage jetzt, die letzte? Du wolltest auch was antworten, was er gesagt hat. Du hast gesagt, du freust dich, dass wir so entschieden haben. Ah, ja, ja. Weil, wie du es gesagt hast, das war respektlos vom Gegner, aber ich will jetzt nicht so viel über ihn reden. Und zum Beispiel, ihr habt ja alle gesagt, es war Fight of the Night. Ich habe auch von vielen Leuten gehört, es war ein krasser Kampf. Ich habe ihn noch nicht selber gesehen, ich gucke ihn mir gleich an. Wenn ich jetzt zum Beispiel wegen sowas den Bonus nicht bekommen hätte, hätte ich beim nächsten Mal gedacht, okay, dann mache ich halt diesmal keine Show und mache einfach halt einen normalen Kampf und fertig. Aber wir wollen Geld verdienen, wir wollen die Leute unterhalten, wir wollen, dass die Leute Tickets kaufen und wir wollen hoch, 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 hoch. Okay, hoch. Auf eine Frage hast du noch nicht geantwortet. Was machst du mit der Kohle? Wenn du vorher schon gesagt hast, du holst sie dir, hast du ja schon mal Pläne gemacht. Ah, das ist eine gute Frage. Ich gehe in Urlaub in 2 Wochen mit Daniel zusammen und... Da gibt es jetzt ein Upgrade. Achso, ja, wir haben abgemacht. Wer den Bonus gewinnt, zahlt das Auto im Urlaub. Für 12 Tage. Okay. Für 12 Tage. Also, Mietwagen auf deinen Nacken ist schon mal klar. Mietwagen auf meinen Nacken. Aber billigste. Natürlich. Ja, Fighter-Lifestyle, der ist eben so. Ich muss sagen, ich freue mich sehr für dich. Du musst ja auch noch ein paar technische Voraussetzungen erfüllen, weil ausgezahlt wird das ganze Jahr in eurer Währung, Bene. Richtig, in DFI. Das heißt, du kriegst 5.000 Euro, aber im Gegenwert von unserer Währung, DeFi Chain, DFI, und die sind dann auf dem Weg zu dir. Ich meine, jetzt kommt ein Feiertag, ja, aber der Blockchain ist es egal. Das heißt, die sind direkt auf dem Weg zu dir und dann hast du die. Geil, dankeschön, nochmal vielen Dank. Gerne. Das ist jetzt auch noch so eine Sache, ich bin ein junger Kämpfer, ich bin gerade mal 21 Jahre alt und das ist nochmal so eine mehr Motivation für mich. Ich bin eh in meinem Training eh diszipliniert, mein Lebenslifestyle besteht mit ihm zusammen, mit den Jungs zusammen, mit allen hier, die hier performen. Training, schlafen, essen, Training, schlafen, essen und das die ganze Zeit. Wir gehen nicht raus, wir gehen nicht feiern, wir trinken keinen Alkohol. Aber wenn man was will, muss man dafür hustlen und das tun wir. Ich freue mich sehr für dich. Daniel, auch danke, dass du einmal hier warst. Wenn ihr noch irgendwelche letzten Worte habt, gerne einmal da rein, dann würde ich euch entlassen, weil wir haben noch andere Leute, die hier warten. Ihr habt es ja schon eben angesprochen. Also, die Bühne gehört euch. So, ich habe meinen Vater vorhin nochmal gegrüßt beim Kampf.
Ich hoffe, du bist stolz auf mich. Leider kann er jetzt erstmal nicht dabei sein, aber ich weiß, er es sieht und ich liebe dich, du weißt, Frau. Daniel? So, Leute, ja. Danke nochmal, dass ihr mir die Bühne gegeben habt. Und das Interview nochmal am Ende. Und ich hoffe, ich komme wieder auf die Siegerstraße zurück, wenn die nächste Veranstaltung wieder da ist. Alles klar, wir werden zugucken, wir werden dir die Daumen drücken. Vielen Dank, komm gut zurück nach Frankfurt. Dankeschön. Und ich würde gerne mit zwei Teamkollegen von euch direkt quatschen. David und Fedor, kommt einmal rein. Ach ja, lass doch authentisch. So gut. Bester Mann. Nicht, dass der Bonus da zurückgezogen wird. Kannst mir kurz einmal... Danke, Matthias. Oh, danke dir. Ciao, mach's gut. Schick mir deine Wallet. Nee, das ist deine Kohle. Viel Erfolg. Wir sprechen nachher noch. Ich bin hier. Bis dann. Ja. Bis dann. Ich komme ganz in der Ruhe. Ja, alles gut. So, Dankeschön. Danke. Muss noch fahren gleich. Das ist dein Mike. Okay, Jungs, ihr denkt dran, ne? Mike an den Mund, ja. Wenn ihr sprecht und wenn ihr euch dreht, bitte auch mit dem Mike mitdrehen. Alles klar. So, fliegender Wechsel hier. David Balewski zu meiner Rechten von euch aus gesehen, links und Fedor Duric auf der anderen Seite. Hey Jungs, hallo. Hi Jungs. Servus. Ihr habt beide heute dafür gesorgt, dass das MMA Spirit nach einem ausgeglichenen Start mit 1-1 dann am Ende des Tages, obwohl du angefangen hast, mit 3-1 nach Hause gefahren ist. Also sehr, sehr gute Bilanz fürs Spirit. Ich fange mal außen an. Fedor, wie war dein Kampf? Wie hast du ihn gesehen aus deiner Perspektive? War so wie erwartet? War der Gegner so stark wie erwartet? Erzähl mal ein bisschen was. Ja, also es ist alles nach Plan gelaufen, wie wir uns das auch vorgestellt haben. Eigentlich hatte ich es vor, ihm auszunocken, aber ja, es war halt so und ja. War das etwas, was ihr in seinem Game gesehen habt, wo du das Gefühl hast, da kann ich rein und auf die Art und Weise kann ich ihn ausnocken? Oder war das einfach nur was du dir vorgenommen hast? Ja, der war in der Mitte ganz offen. Wir mussten aufpassen, weil der auch in Stand sehr wild war. Das habe ich auch ein paar Mal gespürt, der hat mich ein paar Mal gut getroffen, aber dann sind wir direkt auf den Boden gegangen, weil ich wusste, ich bin viel besser und dominanter auf dem Boden und ja. Im Vorfeld ist er als extrem guter Grappler auch promoted worden. Ich muss sagen, ich habe ihn auch einen sehr, sehr guten Grappler eingeschätzt. Im Stand hatte ich das Gefühl, ein, zwei Mal, wie du selber sagst, da war es mal ein bisschen wild. Und auf der anderen Seite hast du es geschafft, das Geschehen dann ringerisch gut zu kontrollieren, zu dominieren. Ich persönlich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht, um nicht zu sagen beeindruckt von dem, wie du mit der ganzen Sache umgegangen bist. Der ist erfahrener gewesen als du, so ein internationaler Gegner, ungeschlagen. Wie rankst du diesen Sieg für dich? Also dieser Sieg bedeutet echt viel für mich. Ich habe wirklich Angst vor seine Jiu-Jitsu. Ich habe wirklich Angst vor seine Jiu-Jitsu gehabt. Der hat sehr gute Kimuras, Armbars, was er auch einmal durchgezogen hat. Das habe ich auf jeden Fall gespürt. Ja. Aber durch meine Flexibilität bin ich auch rausgekommen. Und Arm ist in Ordnung? Arm ist in Ordnung, ja. Alles okay. Gut. Ich halte den Mikrofon. Ja. Und ja, der Sieg bedeutet mir echt viel. Ich bin einfach sehr glücklich. Kannst du auch sein, weil das ist kein einfacher Sieg. Ich habe das, glaube ich, auch während des Kommentars gesagt. Wärst du jetzt da reingegangen, hättest du ihn in 20 Sekunden ausgenockt, dann wäre ich nicht so beeindruckt gewesen, wie der Kampf jetzt verlaufen ist. Denn es gab schwierige Momente, du hast aber geschafft, den Kampf zu kontrollieren. Es gab auch Momente, wo er dich herausgefordert hat. Aber insgesamt hast du den Kampf deinen Stempel aufgedrückt und hast gezeigt, dass du der bessere Mann bist. Wie geht's weiter? Ja, für die, die mich kennen... Erstmal Döner und Pizza. Ah. Gleichzeitig oder? Gleichzeitig. Oder nacheinander? Gleichzeitig reinhauen. Ja, in September, 16. September, ist die so, übernächste Veranstaltung. Ich habe Bock, ich bin sehr motiviert, ich trainiere jeden Tag. Und ja, 16. September.
Okay, September soll es sein. Ich weiß, Matchmaker bei NFC ist Max Merten. Hast du aber schon mal irgendjemanden, auf den du vielleicht ein Auge geworfen hast? Nee, wer mir Max gibt, den nehme ich und ja. Okay, wir haben eben mit Raul und Danja gesprochen. Die beiden sind ja wie Pech und Schwefel. Ich würde dich da mal einreihen in den Reigen. Die fahren Urlaub, fährst du mit? Nee, ich fahre leider nicht mit. Ich fahre mit meiner Freundin ins Urlaub. Ich fahre nach Bosnien und danach gehe ich nach Montenegro. Ja. Okay. Ja. So ein bisschen Sightseeing, Familienurlaub, was habt ihr vor? Familienurlaub, Familie besuchen. Ich habe meine Familie seit 1,5 Jahren nicht mehr gesehen. Und ich will einfach meinen Opa sehen, der ist auch alt. Opa halt. Ne? Opa, ja. Opa, Oma, ganze Familie, meine Cousinen und ja. Okay. Ja, erstmal viel Spaß. Danke auch, dass du so lange noch geblieben bist. Ich weiß, das ist nach dem Kampf eigentlich, hat man andere Sachen im Kopf. Döner und Pizza suchen zum Döner Beispiel. Pizza, ja. Die gibt es hier, glaube ich, in der Halle nicht, aber du wirst bestimmt... Ich habe mir schon einen Laden hier ausgesucht. Ah, okay, da hast du schon im Vorfeld gescoutet. Ja. Ich schalte mal kurz zu dir über. David, du hast den Abend eröffnet. Das war ein wilder Ritt, das ging ziemlich schnell. Hast du das so erwartet? Tatsächlich dachte ich, der Kampf wird länger gehen. Ich bin davon ausgegangen, dass er direkt für einen Takedown geht, dass er direkt versucht, die Distanz zu schließen. Ihr habt einen kleinen Fehler gemacht. Ihr schreibt immer 1,85. Ich bin aber 10 cm größer. Vielleicht dachte er, ich bin kleiner. Weiß ich nicht. 1,95. Ich bin 1,95. Das macht schon einen kleinen Unterschied. Ja, ein kleiner Unterschied ist es. Okay, also haben wir dir dann noch ein bisschen in die Karten gespielt? Absolut. Okay, also hast du erwartet, Gameplan wird eher sein, rangehen. Ich muss sagen, ich habe nach diesem etwas verunglückten Kick am Anfang, habe ich direkt gesehen, ein paar Checkhooks haben gut getroffen. Und zwar sehr, sehr clean und auch crisp am Kinn. Hast du es selber realisiert? Ja, auf jeden Fall. Er ist reingegangen, ich habe direkt ihn mit dem linken Haken abgefangen. Mhm. Und ich habe direkt auch in seiner Körpersprache gesehen, dass ich ihm Schaden gemacht habe und bin dementsprechend einfach nachgegangen. Ja, das ist ja auch eine Qualität, die man als Kämpfer braucht, zu merken, okay, wann ist mein Gegenüber angeschlagen. Denn ich habe mit Bene drüber gesprochen, ja, das ist natürlich im Schwergewicht manchmal auch ein bisschen, ich sage das jetzt mal, undankbar, weil als Ungeübter guckt man da drauf und denkt sich, boah, der eine ist halt, sieht aus wie ein Modellathlet, der andere ist so ein bisschen klein und moppelig, ob der das so ernst genommen hat mit dem Trainingscamp. Die kleinen Dicken sind aus meiner Erfahrung nach die unangenehmsten Gegner zu kämpfen. Ist das auch deine Erfahrung? Absolut. Die Sache ist, die sind schon darauf eingestellt, vor allem auch gegen Größere zu kämpfen. Und die Masse ist natürlich, macht sehr viel Kraft. Und man sieht es auch in der UFC zum Beispiel, gute Leute, Roy Nelson, Derek Lewis, Daniel Cormier, alle sind sehr massig. Aber es ist halt sehr gefährlich. Ja, das Schwergewicht ist, glaube ich, da eine komplett andere Gewichtsklasse als überall anders. In den meisten Gewichtsklassen kann man das, glaube ich, so sagen. Wenn einer so mit einem kleinen Bierbäuchlein kommt, ah, der hat wahrscheinlich nicht so viel trainiert. Im Schwergewicht vorsichtig damit, das Buch nach dem Einband zu bewerten. Wie habt ihr den Kampf in eurer DeFi-Chain-Runde so wahrgenommen? Also wir mussten ein bisschen lachen. Wir haben nämlich am Anfang angenommen, ihr habt eben Davids Gegner hier rangebracht, damit eben der David einen neuen Boxsack hat, ja, wo er draufschlagen kann. Also wir dachten, okay, war das überhaupt ein Gegner? Aber du hast mir dann erklärt, dass der David das einfach so leicht aussehen hat lassen. Ja? Und dass es einfach nicht easy ist. Aber du hast es so easy aussehen lassen, dass wir dachten, okay, also das war ja gar kein Gegner für dich, sondern ja, es war jemand, den du eben kurz mal so im Training fertig machst. Und es ist eine unglaubliche Leistung natürlich, das so aussehen zu lassen. Aber das ist jetzt der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass ich im Vorfeld ja gefragt habe, wer könnte denn Fighter of the Night werden? Und du wurdest tatsächlich am häufigsten genannt. Und das war unglaublich beeindruckend, was die Leute über dich geschrieben haben, was für eine hohe Meinung die Leute von dir haben. Wo ich dann auch gemerkt habe, du bist einfach ein krasses Vorbild. Ja, ich dachte mir das schon bei der Veranstaltung in Dortmund, wo wir dich gesehen haben. Da warst du auch in der engeren Auswahl schon. Und heute war das nochmal ganz, ganz klar für mich. Und eben auch mit den Kommentaren, die da kamen, also dass du dich einsetzt für Kinder und Jugendliche, dass du mit denen ehrenamtlich arbeitest, dass du dich einsetzt für Menschen mit Handicap, dass du einfach ein unglaubliches Vorbild bist mit deiner Person, mit deiner Art, die du mitbringst.
Und dann war das für uns eigentlich ein No-Brainer, nachdem wir auch deinen Kampf gesehen haben heute, dass du auf jeden Fall 5.000 Euro heute von uns gewinnst. Ja? Also da habe ich mich auch ganz stark dafür eingesetzt. Für uns war klar in der DeFi-Chain-Community, du bist unser Mann für heute Abend. Ja? Und wir gönnen dir das von Herzen. Ja? Wir freuen uns sehr darüber. Und das ist natürlich dein Bonus, der gehört dir. Wir würden natürlich auch sehr, sehr gerne von DeFi-Chain aus noch einen kleinen Betrag in deine sozialen Projekte investieren. Ja. Hammer. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das ist schön zu hören. Ich muss sagen, anders als bei Raoul eben, war das ganz klar so, dass Bene zu mir gekommen ist und hat gesagt, wir machen Folgendes. David bekommt auf jeden Fall 5.000. Ja. Darüber können wir nicht diskutieren. Und jetzt lass uns über alles andere reden. Ja, das also war da für waren, uns die, safe. Waren die sehr, sehr klar. Ja. Aber konnten wir auch natürlich gut mitgehen. Ich meine, mit der Performance, und es ist ja, Performance ist ja einer von 5 Kriterien. Richtig. Ich finde aber, dass die Performance auf jeden Fall auch dazugehört. Und schaut euch den Kampf nochmal langsam an und guckt euch ganz genau an, wie sein Gegner reagiert auf diesen ersten Checkhook und auf den zweiten Checkhook. Die rechte war wichtig, klar, die hat dann am Ende des Tages den Sack zugemacht, aber gut vorbereitet und aus meiner Sicht auch nur deshalb möglich, weil eben diese beiden schnellen Haken auch gut getimed rauskamen. Ja, jetzt haben wir so viel geredet. Sag du mal 2, 3 Worte. Ja, also zum Kampf kurz nochmal, so wie du es gerade gesagt hast. Ich habe die Rechte quasi vorbereitet. Aber was für mich überraschend war, ich war tatsächlich sehr überrascht, als er runtergegangen ist, weil ich habe die Rechte fast mit gar keiner Kraft geschlagen. Also es war keine Intention, sehr viel Kraft in den Schlag zu werfen. Es war einfach nur, dass er halt von den Haken schon angeschlagen war. Und dann quasi die Schnelligkeit von der Rechten hat ihn halt gedroppt. Und genau. Es ist ja oftmals nicht diese Kraft, ne? wenn man so kräftig schlagen will, dann blockiert man sich eigentlich eher. Die Geschwindigkeit ist es tatsächlich. Ja, und was sagst du zu den 5.000 Euro? Absoluter Hammer. Nein, ich bin sehr glücklich. Vielen, vielen Dank. Ja, ich bin gerade noch ein bisschen, wie soll ich sagen, überrascht auf die Neuigkeiten. Nee, ich finde es auch sehr, sehr schön, dass immer mehr und mehr auch ja, die Leute auch verstehen, was ich außerhalb von dem Sport mache. Das ist für mich auch sehr schön, diese Message zu verbreiten. Und zwar, ja, Gutes zu tun. Ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Sachen als Mensch, dass du, was du machen kannst, ist anderen Menschen ein Vorbild sein oder anderen Menschen was Gutes tun. Und es gibt sehr, sehr viel Not, es wird sehr, sehr viel Bedarf an genau ja, diesen Sachen halt. Es ist sehr viel Bedarf daran. Und ja, dass ich in der Position bin, Gott sei Dank, und ich, auch durch die Plattform, die ihr mir bietet, es ist super. Und ich hoffe, es wird noch immer mehr Fahrt aufnehmen. Ja. Ich muss sagen, ich bin ja auch Pädagoge. Ich habe den Kram studiert. Ich arbeite mittlerweile auch im sozialen Bereich. Und die Leute haben einfach Probleme, das übereinander zu legen. Ja? Wenn die hören, wie du das gemacht und irgendwie im MMA-Business und dann im sozialen Bereich, wie passt das überhaupt zusammen? Ich finde, es passt grandios zusammen. Das ist auch was du häufig hörst, dass die Leute sagen, die beiden Teile von deiner Persönlichkeit zusammenzukriegen, ist schwierig. Absolut, ja. Also allein mein Erscheinungsbild ist für die meisten Leute abschreckend. Ich finde dich süß. Vielen Dank. Du schaust auch ähnlich aus wie ich. Das kann da ganz Zusammenhang geben, ja. Ja, deswegen wird halt oft halt Vorurteile gegenüber dem Erscheinungsbild, aber ich glaube, wenn ich rede, versteht man, okay, da ist auch was im Gehirn. Und ja, ich denke halt tatsächlich, dass jemand, der selber so viel erlebt hat, sich halt mehr mit einer Person identifizieren kann, die ähnliche Probleme hat. Und genau das ist ja der knackende Punkt, Probleme zu lösen. Und ich kann natürlich 1000 Bücher darüber lesen, aber wenn ich es halt in der Praxis nicht umgesetzt habe, dann ist es halt, hat es keinen Mehrwert. Es hat nur einen Mehrwert, wenn ich der Person wirklich das Problem lösen kann oder das Problem, was die Person hat, erleichtern kann. Mhm. Und du hast es auch gerade kurz angesprochen, dass ihr auch noch eventuell Interesse habt, soziale Projekte zu fördern. Das wäre für mich natürlich ein Traum. Und ich hoffe, wir kommen da zusammen und ja, können. Hast du schon eine konkrete Idee, was du machen möchtest mit diesem? Ich würde ihn jetzt drauf festnageln, hat das gesagt. Absolut. Das jetzt. Also da gibt es jetzt noch ein bisschen extra DFI für einen guten Zweck. Hast du schon konkrete Ideen oder wollt ihr das gemeinsam entwickeln? Ich würde am besten sagen, ja, zusammen an der Sache schrauben und ja, dann gucken wir, was wir erreichen können. Vielleicht gibt es auch Ideen von der Community. Mhm. Ja, von eurer Community. Ich glaube,
Das ist eine coole Geschichte, die man auch erzählen kann. Also wenn ihr was gefunden habt, ihr seid ja jetzt dann connected, ja, dann lasst uns doch mal gemeinsam gucken, was wird daraus. Ja, vielleicht schauen wir uns auch mal an, was auch immer das ist, und können das nochmal berichten, weil mich würde es auf jeden Fall interessieren. Schön, dass ihr dann direkt auf sowas aufspringt und auch mitmacht. Bei dir ist ja eh klar. Ich bin jetzt gerade ein bisschen, ich sehe das als großes Kompliment, dass du sagst, ich sehe so ein bisschen aus wie du. Mein Ego kann heute auf jeden Fall beruhigt ins Bett gehen. Auch dich frage ich natürlich, was steht als nächstes an? Also klar, jetzt erstmal mit Bene ausmachen, wie ihr am besten die Kohle investiert. Dann wahrscheinlich ein bisschen ausheilen lassen. Ich sehe, dein Fuß ist eingetaped. Das war von diesem ersten Kick, ne? Der ist ein bisschen verunglückt. Ja, genau, der erste Kick war's. Hast du schon einen Doc drauf gucken lassen? Ist irgendwas Ernsthaftes, oder? Ich denke, es ist nicht gebrochen, aber ich werde es morgen herausfinden. Morgen geht's in die Klinik. Okay, morgen geht's in die Klinik, da wird mein Bildchen gemacht. Ich drücke dir die Daumen, aber so oder so tut es weh, wenn man falsch trifft beim Kicken. Wann geht's denn sportlich für dich weiter? Also insofern, dass jetzt nichts Ernsthafteres sein sollte. Also ja, so früh wie möglich. Ich wäre bei der nächsten Veranstaltung sehr, sehr gerne wieder dabei. Und solange ich gesund wieder aus dem Kampf rauskomme und weiterkämpfen kann, würde ich gerne aktiv wie möglich bleiben. Und ja, werde auch bald wieder das Training anfangen. Die jungen Wilden aus Frankfurt sind sozusagen hier schon Dauergast. Die werden dauernd gebucht. Aber ihr wollt sie auch sehen? Ich will sie auch sehen. Ich finde es immer schön, solchen jungen Kämpfern, ich zähle dich jetzt einfach mal mit dazu, weil du ja in MMA auch noch relativ jung bist, beim Wachsen zuzusehen. Und das ist ja das, was wir tun. In jedem Kampf werdet ihr besser, sammelt ihr Erfahrung, und auch die Gegner werden immer besser und wir können gucken, wie ihr damit umgeht. Das ist so eine Sache, die für mich diesen Job auch unglaublich wertvoll macht. Ich habe jetzt ganz viel geredet, ihr habt schon ein bisschen was gesagt, Ben hat ein bisschen was gesagt, ich will euch allen dreien aber nochmal die Möglichkeit geben, was zu sagen, denn ich werde mich von euch allen dreien gleich verabschieden. Ich habe noch ein paar super spannende Gäste. Fedor, vielleicht magst du anfangen. Ja. Ich bedanke mich für diesen Interview als erstes. Danke an jeden Einzelnen, der mich heute Abend unterstützt hat, an jeden Einzelnen, der von Frankfurt bis hierher gefahren ist, und von den Leuten, die von zu Hause geschaut haben. Danke an meinen Sponsor Nils Schlegel, an meinen Trainern, und ja. Okay. David? Ja, ich würde mich auch nochmal gerne bedanken für alle, die heute auch hergekommen sind. Meine Jungs aus dem Jugendzentrum und alle, die den Stream geschaut haben. Vielen, vielen Dank. Ich habe euren Support habe ich gespürt und hat mir sehr viel Kraft da drin gegeben. Bis zum nächsten Fight. In ein paar Monaten geht's weiter. Bene, jetzt sind die beiden Boni vergeben. Das heißt, du wirst mir verzeihen, wenn ich dich gleich rausschmeiße aus dem Podcast. Völlig in Ordnung. Aber ich will dir natürlich auch noch die Möglichkeit geben, was zu sagen. Ja, ich glaube, wir haben wieder zwei super Leute ausgewählt dieses Mal. Ich bin froh drüber. Ich bin jetzt auch erleichtert, dass der Raoul das nochmal klarstellen konnte. Ich glaube, auch mit dem David haben wir absolut den richtigen ausgewählt. Ich freue mich jetzt auch drauf, wenn wir dann noch weiter ins Gespräch gehen. Ich glaube, wir finden da noch gute Sachen. Unsere Community ist auch immer sehr interessiert dran an wohltätigen Dingen. Von daher bin ich mir sicher, da kriegen wir noch einen Betrag zusammen. Und ich lege auch nochmal was oben drauf. Freut mich wirklich sehr. Dir natürlich vielen Dank, Andreas. Fighting.de, NFC und DeFi Chain ist einfach ein super Team. Kann man nicht mehr auseinander sich denken. Ich freue mich auch. Es ist einfach cool, hier zu sitzen, sich darüber überhaupt Gedanken machen zu können, so eine Summe zu verteilen unter den Kämpfern. Und ja, es verändert schon einiges. Es verändert auch einiges aus meiner Sicht rund um diese Veranstaltung, dass alle wissen, es ist möglich. Und das ist ja genau das, was wir auch schaffen wollten. Ja, wir wollten Leute supporten, die es verdient haben. Wir wollten aber auch so eine Atmosphäre schaffen, in der die Leute einfach auch ein Incentive haben, sich so zu verhalten, wie wir es aus Kampfsportsicht und ihr es quasi aus Kryptowährungssicht wollt, nämlich fair zu sein, ein gutes Miteinander zu haben. Und das ist schön, dass das so funktioniert, weil der Teil unserer Partnerschaft ist mir besonders wichtig und der geht auch extrem gut auf. Das macht mir viel Spaß. Also danke an euch alle, dass ihr einmal hier wart. Gerne. Ich hoffe, dass wir uns alle ganz bald wiedersehen, spätestens bei der nächsten NFC-Veranstaltung logischerweise und dann wahrscheinlich auch im Podcast danach. Bis dahin, schönen Urlaub, gute Besserung mit deinem Bein und viel Spaß bei dem sozialen Projekt. Wir schauen uns das auf jeden Fall an, ja, und wir sind sowieso im Kontakt, Bene. Mach's gut, Andreas. Alles klar. Top. Danke, Jungs. Dank. Bye-bye. Dieser Sommer wird heiß. Schöne Rechte. Oh, und Kämpferloff ist angeklingelt. In Kooperation mit The Cage kommt NFC zum ersten Mal nach Magdeburg.
mit den Local Heroes, Emilio Kisua. Dreht mal heute richtig auf, dass die Welt langsam versteht, dass Deutschland MMA jetzt am Kommen ist. Lascha Abramishvili. Das war's. Knockout-Sieg für Lascha Abramishvili. Unfassbarer Fight. Und den Shootingstars der Liga zu einem Showdown im Herzen von Deutschland. NFC Fight Night am 29. Juli im Elbauenpark Magdeburg. Tickets unter fighting.de/tickets. Ich sitze hier mit dem Main Event des Abends, Jihad Akipa. Ich muss sagen, es ist eine bittersüße Geschichte. Wir haben dich begleitet, es gab eine Hood-Story, die, wie ich finde, unfassbar gut gelungen ist. Haben dich nochmal der Öffentlichkeit vorgestellt, die Leute haben sich auf den Kampf gefreut. Dann gab es den Gegnerwechsel, das ist immer schon so, das hat immer schon so ein bisschen Geschmäckle. Und dann der Gegner auch noch kurzfristig ausgefallen. Erzähl mal bitte, wir reden gleich über den Kampf, erzähl mal bitte nur bis zu dem Punkt, wo du eigentlich schon gedacht hast, es gibt keinen Kampf. Also ich sage euch ehrlich, das, was ich die letzten 48 Stunden durchgemacht habe, könnt ihr euch nicht vorstellen. Für einen Kämpfer ist es Katastrophe. Also erstmal, wie du schon erzählt hast, Ilias Jakubi hat verletzungsbedingt abgesagt. Auf den Kampf habe ich mich riesig gefreut. War ein guter Mann. Ich hätte mich gerne mit ihm gefetzt. Und ja, kam nicht zustande. Dann ist halt der Siegler eingesprungen. Und auch kräftiger Typ Ringer ist auch nochmal für mich persönlich, ja, sehr eine gute Herausforderung. Ne? Jeder weiß, mit Striker kann ich den Leuten mal zeigen, ey, kannst du mal einen Wrestler fertig machen oder was auch immer. Ich habe mich riesig darauf gefreut, ich war darauf eingestellt. Ich meine, ich stelle mich so, ich bereite mich nicht auf einen Gegner vor, ich bereite meinen Gegner auf meinen Stil vor. Beziehungsweise ich kämpfe so, dass ich meinen Stil meinem Gegner aufzwinge. Ich muss mich auf niemanden vorbereiten. So. Und ja, am Ende des Tages kam er zur Waage. Mein Onkel hat sogar noch darauf aufgepasst, ob der das Gewicht bringt und so weiter. Ja, er hat mir gesagt, ja, der sieht gut aus, der ist fit, der hat nur ein bisschen Übergewicht, der geht das kurz hoch, macht Gewicht. Und dann kommt er wieder, dann kam er wieder nach einer halben Stunde, hatte immer noch, keine Ahnung, 600, 800 Gramm zu viel. Und ja, bei ihm ging es dann irgendwie gesundheitlich nicht so gut. Wir haben dann gesagt, ey, scheißegal, wir machen den Kampf. Hauptsache steht, soll er halt, keine Ahnung, Management klettern, ab, was Sache ist, ne. Wegen Vertragsstrafe und sowas. Alles schön und gut. Dann kriege ich eine halbe Stunde wieder eine Nachricht von meinem Onkel, ey, wie es aussieht, kommt dein Gegner gerade nicht klar, dem geht es nicht gut und so weiter. Der ist hier kollabiert und so. Und ich habe direkt Schock bekommen. Ich so, wie kollabiert? Mach dir mal fit, ich muss kämpfen morgen. Ich will kämpfen. Was ist das? Ich habe so eine harte Vorbereitung vorgehabt. Ihr habt selber gesehen in der Hood-Story, was ich euch erzählt habe. Also ich habe an Ramadan zweimal am Tag Fasten trainiert. Ich habe meine Arbeit auf Seite gelegt, meine Familie. Ich habe kein soziales Leben gehabt. Wochenlang war ich zu Hause, Training zu Hause. Ich habe mich so auf meine Regeneration konzentriert. Und dann, so, mit solchen Sachen sollte man sich nicht befassen. Und auch noch die Halle, so viele Leute sind für mich gekommen. So viel, ich habe mich gefreut, mein NFC-Debüt. Hin und her, das war für mich so ein Gefühlschaos. Und dann, wo ich denke, okay, ich kämpfe nicht, ruft Mo mich an, okay, wir haben noch zwei Backup-Fighter, die würden kämpfen hin und her. Und ich habe dann gedacht, ja geil, dann kämpfe ich. Ist scheißegal, wer kommt, Hauptsache ich kann kämpfen. Ja, und die haben dann auch irgendwie noch mal abgesagt am Morgen oder einen Tag vorher. Ich weiß es nicht genau, ich habe da jetzt nicht ganz nachgehakt. Aber am Ende hat sich dann jemand doch gestellt, den haben wir bekommen und ja. Jetzt habe ich schon gesagt, bittersüß irgendwie. Du warst der Main Event hier in Essen, bist in deinem NFC-Debüt natürlich auch siegreich vom, also das heißt natürlich, du bist siegreich aus dem Ring gegangen, aber es fühlt sich ja trotzdem nicht so an, wie du es dir wahrscheinlich vorgestellt hast, als du im Vorfeld drüber nachgedacht hast, wenn du deine Extrarunden gedreht hast, wenn du verzichtet hast. Trotzdem wahrscheinlich viel besser, als am Ende des Tages nicht zu kämpfen, oder? 100%. Also ich bin glücklich, dass ich überhaupt kämpfen konnte. Das war mir sehr, sehr wichtig. Ich bin auch meinem Gegner dankbar. Es zeigt von großen Respekt, dass er überhaupt da stand. Das macht auch nicht jeder. Und ja, er hat sich gestellt, er hat genommen, er hat richtige Dinger von mir genommen und hat sich nicht direkt hingelegt oder sowas. Er hat richtig genommen und hat weitergemacht, bis ich ihn dann wirklich mit dem Knie die Luft genommen habe und dann mit Ground Pound das gefinisht habe. Ne? Ja, also das sollte ein Kämpfer auf jeden Fall nicht durchmachen. Ne? Vor dem Kampf solche Filme zu haben, das wünsche ich wirklich niemandem. Also
ich weiß nicht, wie viel du weißt, aber was ich durchgemacht habe, Katastrophe, wirklich. Also Katastrophe. Ich kann dir das sagen, als jemand, der selber kurzfristige Absagen hatte in seiner Karriere, kurzfristige Gegnerwechsel und so. Ich habe selber schon an einer Stelle gesagt, so, okay, jetzt ist dann doch nochmal jemand eingesprungen am Kampftag. Nee, ich mach's nicht mehr. Weil das, ich hatte einfach schon gedanklich abgeschaltet. Ich war nicht mehr im Kampfmodus und ich habe es mir nicht zugetraut, die notwendige Stimmung zu erzeugen, um in dem Moment auch tatsächlich ready zu sein. Das war bei mir so, deswegen auch da die Leute sagen immer, ja, Respekt an die Leute, die kurzfristig einspringen. Aber Marc und ich sagen ja auch immer, es ist gar nicht so einfach, denn egal wer einspringt, wir haben dünne Handschuhe an, du hast da jemanden gehabt, der auch gut im Ringen war. Das sind die Kämpfe, wo du auch sehr schnell sehr schlecht aussehen kannst. 100%. Ich wusste nichts über den. Ich wusste nicht, soll ich strike mit dem? Ich wusste nicht, soll ich shooten? Ich wusste nicht, soll ich auf seinen Take? Ich wusste gar nichts über den. Mir war einfach scheißegal, ich wollte einfach nur noch kämpfen. Weißt du? Und das dann am Ende des Tages passiert. Ich habe, wie gesagt, meinen Stil den aufgezwungen und ich habe den geballert. Und ich habe, also die Leute haben sich gefreut, die fanden den Kampf cool. Und ich bin glücklich darüber. Ja. Der Kampf an sich war super, auch taktisch. Mir ist auch gefallen, du bist sehr, sehr früh zum Körper gegangen. Ich meine, sogar mit der ersten Aktion direkt. Leberhaken. Direkt gescheppert. Ich habe es gesehen. War das dann am Ende des Tages Taktik oder hast du das einfach in dem Moment gefühlt? Also ich habe mir so gedacht, ne? Jemand, der kurzfristig einspringt, der wird nicht so eine Pumpe wie ich haben. Ich hätte heute 10x5 Minuten kämpfen können, ohne Scheiß. Also 10x5 Minuten ohne Probleme hätte ich Krieg haben können. So topfit war ich. Ich dachte, er wird mir nichts antun können, konditionell. Aber komm, ich nehme so viel Schaden, wie ich kann. Ich hau den Gerät auf den Körper, mach den müde und dann soll er kommen, was er will. Dann kann er ein Weltklasse-Ringer sein, wenn er müde ist, ist er müde. So, das war mein Gedanke. Das ist natürlich eine Einstellung. Am Ende des Tages, wenn die Dinge schief laufen, dann kann man auch wirklich schlecht aussehen. Es ist nicht schief gelaufen. Du hast in einer sehr, sehr schweren Minute dich fokussiert, hast abgerufen. Und ich glaube, das ist etwas, das du als großen Sieg verbuchen kannst. Natürlich, wenn man rein sportlich guckt, das ist jetzt ein Debütant gewesen, dann wünscht man sich größere Namen. Aber gemessen an dem, wie die letzten Wochen gelaufen sind, muss man sagen, immer noch das Beste draus gemacht. Jetzt hast du im Ring schon gestanden und hast gesagt, ey, irgendwie bin ich noch nicht so richtig befriedigt. So hat es sich für mich angehört. Ich will direkt weitermachen. Und du hast auch Namen genannt. Ja, also ich habe es schon oft genug erwähnt. Ich will einen Knaller haben, jemand, der was drauf hat, jemand, der schon irgendwo steht. Und ich will nach oben. Kommt her, Mann. Ich knall dich weg, Alter. Und offensichtlich hast du auch kein Problem mit Leuten, die aus einer höheren Gewichtsklasse kommen. Du hast nämlich Wladimir Volodenko, so heißt er nämlich der Mann, herausgefordert. Ist das was du vorher schon im Kopf hattest oder ist das einfach in dem Moment in deinen Kopf gekommen? Also, er ist ja 77er, ne? 77er und ich war auch heute ein 77er. Ein schwerer und kräftiger 77er, das hat man, glaube ich, gesehen. Und warum nicht? Let's go. Ich weiß nicht, wo er in den Rankings steht, aber wenn er mich weiterbringt, gerne. Wenn er mich zum Contender-Fight bringt, gerne. Oder zum Titelkampf oder was auch immer. Er hat einen schönen Kampf gehabt gegen Sindeli. Hat mir gefallen. War, glaube ich, ich weiß nicht, war das ein... Unentschieden am Ende. Ja, war das ein Contender-Fight oder was war das? Es war ursprünglich so, dass wir gesagt haben, der Sieger bekommt quasi einen Titelkampf. Ja. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken. Max Merten ist da bestimmt besser informiert, wie es darum aussieht. Ob es vielleicht ein Rematch gibt. Ob die beiden jeweils noch gegen jemand anderen kämpfen, um dann sich für einen Titelkampf zu etablieren, das müssen wir mit Max besprechen. Ich finde es aber schön, von dir die Bereitschaft zu hören, dass du sagst, ist mir egal, 70, 77, du bist auch ein Riesentyp. Ja. Und der Weight Cut bis 77 ist für dich wahrscheinlich auch nicht ganz so hart wie der bis 70. Also sag dir ehrlich, der war auch hart. Hm. Ich habe ja Muskeln aufgebaut. Ich habe mich ja darauf konzentriert, die letzten Wochen Muskeln aufzubauen, damit ich eine starke 77 Kilo Mann bin. Und das war der Fall heute. Ja, also wie du schon sagst, Max Merten, momentan, ihr wisst, was zu tun ist, macht klar. Ist mir egal, muss nicht der sein. Irgendeiner, der mich einfach voranbringt in die Top 5, Top 10, scheißegal, ich will einen Contender-Fight, ich will einen Titelkampf. Ist mir egal, ich bin da, macht das klar. Du bist ja auch noch bei Glory unter Vertrag, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe. Klingt für mich jetzt aber gerade so, als hättest du deinen Fokus eher auf dem MMA im Moment. Also, wie ihr seht, ich bin gerade gesund, Alhamdulillah, Gott sei Dank, ich bin da, also ich habe auch mit Glory, der Robby kam auch zu mir, ey, Giaz, wir wollen dich jetzt buchen, ich bin da. Einfach mal, Mo entscheidet, momentan entscheidet, was ich mache, wie ich das mache.
dem Bruder vertraue ich blind. Er entscheidet, wenn er sagt, Gia, du kämpfst deinen nächsten Kampf MMA, dann ist das das Beste für mich. Wenn er sagt, du kämpfst Kickboxen, bei Glory ist das Beste. Ich persönlich, ich liebe das MMA wirklich sehr. Mir macht es sehr viel Spaß, aber Mohamed ist der Kopf und der entscheidet. Ja, macht nicht nur Spaß, sondern scheint ja auch irgendwie zu funktionieren. Immer noch ungeschlagen in 6 Kämpfen. Kann man auf jeden Fall machen. Ich freue mich extrem, dass du nach dieser ganzen harten Zeit, auch nach diesem Kampf, dir noch die Zeit genommen hast, hier mit uns in den Austausch zu gehen. Weißt du denn schon, wann du wieder kämpfen willst? Morgen am liebsten. Morgen ist, glaube ich, keine NFC-Veranstaltung, wenn ich richtig nachgeguckt habe. Aber wir schauen mal, wann wir die nächste auf die Beine stellen können und quatschen mit Mo Taha und mit Max Merten, damit es möglichst bald ist. Denn ich habe bislang noch keinen langweiligen Kampf von dir gesehen, egal ob Kickboxen oder MMA. Deswegen immer gerne her mit dem jungen Herrn. Was machst du jetzt als Erstes? Ich habe eben 2 Pizzen bestellt, ich habe die weggeknallt. Okay. Und ja, um 5 Uhr morgens geht mein Flieger mit Mohamed Taha. Wir fliegen zusammen nach Istanbul, haben so einen Fressurlaub gebucht. Und ich habe schon wirklich bestimmt 15 Restaurants rausgesucht, die ich nacheinander mit ihm abklappern werde. Also ihr könnt in den nächsten Tagen auf einige coole Stories von mir bezüglich Essen gefasst machen. Aber nicht hungrig gucken, das ist immer schlecht. Welche Pizzen waren es? Das war einmal Taco. Also so eine Pizza-Taco? Ja, aber vegan, ne? Weil die hatten leider nicht Halal. Pizza-Taco und eine Thunfisch mit Oliven. Thunfisch und mit extra Oliven? Gouda. Mit extra Gouda und Zwiebeln. Okay, aber dir geht's gut. Ich habe die weggeknallt, mir geht's sehr gut. Alles klar. Ja, dann gönn dir, wie man heutzutage sagt. Ich wünsche euch einen guten Urlaub, ich wünsche euch gutes Fressen. Danke. Und dass du dann wieder zurückkommst und auch im Training bleibst. Gerard, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Dann ist jetzt einmal das hier deine Kamera und du kannst alles loswerden, was du willst. Ja, also, das habe ich auch eben schon im Ring gesagt. Mohamed Taha, Mick Mukioko, Khalid Taha, ich liebe euch. Wirklich, ich bin sehr glücklich, mit euch zusammen arbeiten zu können. Und ja, das ist erst der Anfang. Wir stehen jetzt 6-0, das ist erst der Anfang. Und auch an NFC, danke, dass ihr nochmal das alles hingekriegt habt, auch wenn es ein bisschen turbulenter war. Ja, ich freue mich. Ansonsten danke an meine Familie, an alle, die Rücksicht auf mich nehmen, meine Laune in der Diätphase. Und vor allem danke an alle meine Fans, an meine Supporter, die immer kommen und mich in meinen Kämpfen supporten. Alles klar, vielen Dank. Schön, dass du nochmal da warst. Wie gesagt, viel Spaß im Urlaub. Ich hoffe, du isst nicht zu viel, damit du fit genug bist für das nächste Event. Aber jetzt kannst du dir erstmal ein bisschen was gönnen und ein bisschen Stress auch abfallen lassen. Gerard, hau rein. Danke dir. DeFi Chain, die Investmentplattform von morgen. Werde jetzt Teil der Finanzrevolution. Ich sitze hier also mit dem schicksten Gast des heutigen Tages tatsächlich. Schön im weißen Hemd, gut ausgesucht. Benni, wie geht's dir? Mir geht's auf jeden Fall super. Ich bin froh, endlich in einer der größten Veranstaltungen Deutschlands bald zu kämpfen. Kommen auf jeden Fall bald News, weil ich habe auf jeden Fall eine ganz, ganz große Ansage an jemanden, der heute verloren hat, an Daniel Agaye. Hat noch gerade draußen eine Auseinandersetzung. Ich habe 1000 Beleidigungen in meinen DMs von dem bekommen, 1000 Ansagen von dem bekommen und ich will den Kampf machen. Ich bin bereit, ich bin hier, ich bin bei NFC, um diesen Jungen endlich zu besiegen und sein Maul zu stopfen. Wow, okay, alles klar. Das war jetzt viel auf einmal. Ja. Man kennt dich als sehr intensiven Charakter. Ja. Jetzt hat Daniel heute verloren. Ich hatte ihn eben nochmal hier. Mhm. Ich muss sagen, er hat seine Niederlage aus meiner Sicht schon auch mit Würde getragen. Mhm. Trotzdem ist es natürlich bitter. Und genau an so einem Tag eine Herausforderung auszusprechen, ich kenne das Internet jetzt auch schon so ein bisschen, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, so ganz der gute Ton, der feine Ton ist das nicht. Wie siehst du es? Ja, das stimmt, gebe ich 100% recht. Ne? Er hat jetzt heute seine erste Niederlage erfahren, ist echt scheiße, war für mich damals auch beim ersten Profikampf nicht schön. Damals war ich ja noch bei der anderen Veranstaltung dabei und für mich ist es eigentlich auch immer so ein Traum gewesen, mit euch Interviews zu machen oder allgemein bei euch zu sein. Das war schon immer so ein kleiner Traum, damals auch mit Nordin und so, war schon cool. Jetzt bin ich hier und so ist das halt. Man kann nicht immer gewinnen, so
ist jetzt doof für Daniel, aber ich komme aus einer Niederlage, er kommt jetzt aus einer Niederlage. Also Matchmaking-mäßig wird Sinn machen, 100%. Sagst du? Es macht auch noch Sinn, weil es in deinen DMs nicht so ganz nette Aussagen gab, richtig, die von ihm kamen an dich tatsächlich. Genau, richtig. Also ich habe ja damals einen Kampf gehabt, ich glaube ganz Deutschland hat ihn mitbekommen. Das war wirklich sehr hitzig, deswegen hat man mich auch so kennengelernt, denke ich mal. Obwohl ich eigentlich nicht so eine Person bin, ich bin eigentlich ungern lieber ruhiger. Deswegen, kam der aus dem Nichts, hat mich einfach so angeschrieben, mich beleidigt, wollte gegen mich kämpfen. Ich weiß nicht, was sein Ziel war, ob er jetzt gedacht hat, ich bin der nächste McGregor nach diesem Beef. So, egal, er bekriegt jetzt seine Kameras, seinen Beef und wir werden das auf jeden Fall hinter uns bringen. Okay, was siehst du denn rein sportlich bei Daniel, wo du vielleicht drauf aufpassen musst? Und wo siehst du aber Dinge, wo du das Gefühl hast, okay, da bin ich ihm klar überlegen? Also das Ding ist halt, bei meinem letzten Kampf war ich einfach nicht da. Ich war einfach nicht der Benny, den man normalerweise kennt. Ich bin in diesen Kampf reingegangen, hatte gar keinen Bock da zu kämpfen. So, und da hat er jetzt meine Defizite gesehen. Und ich habe wirklich, mein Ring ist nicht schlecht. So, und er wird wirklich ein blaues Wunder erleben. Ich werde in seine Disziplin reingehen. Er ist ja so ein krasser Ringer. Ich werde ihm zeigen, dass ich ein besserer bin. Und konditionell ist er eigentlich super drauf normalerweise. Also so habe ich bei seinem letzten Kampf gesehen gegen Tony Sipos bei NFC. Und also seine Kondition ist so eine Sache, muss ich gut aufpassen, wenn das über die Runde geht. Aber ansonsten denke ich mir, dass ich den auf jeden Fall besiegen kann. Zu 100 Millionen %. Vor allem, weil ich gerade so ein krankes Team hinter mir habe. Ich habe einen ganz, ganz kranken Manager, Mo Taha. Und Coach ist der Khalid MMA. Also da kann nichts schief laufen. Okay, ich fasse mal zusammen. Du denkst, du bist im Ring besser als er? Ja. Konditionell sagst du, ist das schon eine Herausforderung? Traust du dir aber auch zu? Das traue ich mir auch zu. Ich muss einfach jetzt Gas geben. Bei mir ist ja meist das Gewicht so eine Sache. Ich liebe es zu essen. Was ist so dein Favorite? Essen? Burger. Okay. Da komme ich von Bo Grabinski, ja. Okay, Burger, ja, ist schwer zu widerstehen. Ja, leider. Ich verstehe dich. Was wäre so ein Zeitpunkt, den du dir vorstellen könntest? Also, habe ich auch mit Mo schon darüber geredet. Im September ist eine super, super Zeit. Ich muss nämlich viel Gewicht runterbekommen. Ich laufe nämlich ein bisschen mehr rum. Aber 66 Kilo gegen Daniel kriegen wir hin. September. Okay. Also Max Merten, wir wollen ihn hier heute arbeitslos machen, denn die Matches machen sich quasi von alleine. Schauen wir mal, was Daniel und sein Management dazu sagen. Also die haben ja schon gepostet, die wollen ja unbedingt einen Kampf gegen mich haben. Also die Seite schon von alleine. Und ich habe auch immer gesehen, ich würde mich verstecken, ich würde den Kampf aus dem Weg gehen. Das ist einfach alles gelogen. Mein Mo muss mich die ganze Zeit zurückhalten, dass ich nichts sage. Ich hätte schon längst 1000 Sachen gepostet oder sonstiges. Ich habe sogar manchmal Sachen gepostet, aber ich musste die wieder löschen, weil der Mo sagt, ey, entspann dich, warte erst ab. So, jetzt ist es soweit. Ich will den Kampf im September, ich will Daniel Agaye auf jeden Fall zum Leiden bringen, ich will ihn zum Bluten bringen und dann ist meine Hand im September oben, ganz klar. Okay, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich noch fragen soll oder was ich noch dazu hinzufügen soll, denn du hast jetzt im Prinzip den Kampf schon promoted. Mehr Promo kann ich jetzt an der Stelle gar nicht machen. Vielleicht nochmal ganz kurz ein Recap. Wir sind ja gerade durch mit NFC 14. Ja. Irgendein Kampf, der für dich besonders herausgestochen ist? Irgendeine Situation, die du besonders cool fandest? Was waren noch alles für Kämpfe? Boah, die Kämpfe waren cool. Ray Omba hat mich geschockt. So, ich mag ihn ja, der ist ja ein cooler Junge, aber ich hätte mich erwartet, dass er schnell K.O. geht, leider. Leider. Ja. Das hat mich echt geschockt, muss ich schon sagen. Mich auch, leider. Ich hatte so ein paar Jonas Bildstein-Vibes. Der ist nämlich auch mal K.O. gegangen, als ich ihn gecornert habe. Und das ist immer besonders bitter. Leider. Ich hoffe, Kenny geht's gut. Der ist ja immer eigentlich eine frohe Natur. Ja. Aber genau das ist der Sport. Unerbittlich. Man kann ihn eben wirklich schwer vorausahnen. Das stimmt, ja. Benny. Ja. Hast du noch irgendwelche berühmten letzten Worte, dann gerne in diese Kamera und danach würde ich auch einmal entlassen. Ja, auf jeden Fall. Ihr könnt euch auf jeden Fall freuen, wenn der Kampf zustande kommt. Ihr könnt euch auf eine krasse Promo freuen, aber es ist hier nichts gespielt, es ist alles echt. Daniel, ich werde dich auseinandernehmen. Warte einfach ab. September, ich nehme dich auseinander in deiner Disziplin.
Alles klar. Die Herausforderung wurde ausgesprochen. Shots fired, wie man so schön sagt. Benny, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du gehst jetzt wahrscheinlich nochmal rüber und guckst dir ein bisschen Glory an. Ey, brutale Kämpfe, muss ich sagen. Glory, krass. Brutal. Glory ist immer übel. Könnt ihr auch hier auf dem Kanal sehen, tatsächlich. Und hier könnt ihr natürlich auch sehen, wie es weitergeht. Kommt der Kampf wirklich zustande? Ich würde es mir wünschen, du offensichtlich auch. Und es bleibt spannend mit NFC, die besten Matchups in Deutschland. Benny, hau rein, bis hoffentlich ganz, ganz bald. Und viel Glück beim Abnehmen. Das krieg ich hin. Alles klar. Ja, top. Niezależnie od tego, czy ktoś lubi MMA, czy nie, popisze się historia polskiego sportu. XTBKSW Colosseum 2. Tickets on sale. Live. Only on Viaplay. Es war schon ein bewegter Podcast hier bis hierhin mit viel Rückblick auf das, was bei NFC 14 passiert ist. Last but not least, das Beste kommt zum Schluss. Mule, die Organisatorin von The Chosen, ist hier. Und wir gucken natürlich mit ihr einmal so ein bisschen zurück. Und auf der anderen Seite gucken wir nach vorne, denn ja, nach dem Event ist vor dem Event. Mule, erstmal schön, dass du hier bist. Schön, dass ich hier sein darf. Und von Veranstalter zu Veranstalterin sozusagen. Wie fandest du das Event bis hierhin? Ja, ganz ehrlich, habe ich den letzten Spieltag Bundesliga geschaut und bin dann etwas verspätet hier eingetroffen. Aber ich freue mich auf die letzten Kämpfe, die ich dann heute noch sehen darf. Okay, ein bisschen verspätet eingetroffen, König Fußball regiert. Mir ist das ja persönlich zu brutal, aber gut, muss jeder für sich selber wissen. Und für die Leute, die The Chosen nicht kennen, erstmal shame on you, aber hol die Leute mal ab. Was ist es, wann kann man es das nächste Mal sehen und wo? The Chosen wird am übernächsten Samstag in Hamburg am 10.06. zum 5. Mal in Hamburg stattfinden. Viel K1, vor allem K1. Es gibt 2 Wildcards zu gewinnen für den Kämpfer oder die Kämpferin of the Night. Die werden dann auf der Infusion starten in Groningen. Ist eine coole Sache für alle Kämpfer. Und ja, wir geben uns immer größte Mühe. Internationale Stars aus Belgien, Holland haben wir dieses Jahr wieder viele Teams dabei, an den Start zu bringen, sodass sich deutsche Nachwuchssportlerinnen und Sportler mit den Besten messen können. Okay, also Kickboxen ist angesagt, Wildcards haben ja immer noch mal so ein besonderes Flair, dass man sagt, okay, von hier aus geht's noch mal ein Stückchen weiter raus in die Welt, auf die große Bühne. Wie viele Kämpfe habt ihr an dem Abend? Also Vorprogramm sind tatsächlich 15 bis 20 Kämpfe, knackig, rein, raus kämpfen. Und das Hauptprogramm sind circa 15 Kämpfe. Okay, also dann bekommt man ein bisschen was für sein Geld. Wenn man es nicht schafft nach Hamburg, auch wenn die Stadt natürlich wunderschön ist, wo kann man es sich ansehen? Natürlich bei fighting.de, das Hauptprogramm. Und das Vorprogramm gibt es bei Fight24. Okay, also auf fighting.de und vor allen Dingen auf unserem YouTube-Kanal könnt ihr das natürlich als Mitglied sehen. Gibt es irgendwelche Leckerbissen, die wir auf dem Zettel haben sollten? Gabriela Rozo ist da, macht ihren 2. A-Klasse-Kampf. Starke Frau aus Hildesheim. Hibaui wird seinen 2. A-Klasse-Kampf machen, hat gerade sein Debüt sehr glorreich auf der Infusion gemacht. Und sonst haben wir sehr viel starke Hamburgerinnen da. 6 Frauenkämpfe wird es geben. Ist mir immer besonders wichtig, auch die Frauen zu supporten. Ja, also viele sehr gute Kämpfe. Okay, also wir freuen uns auf deine Veranstaltung. Wir konnten auch noch ein bisschen Werbung machen. Das freut mich auch immer, weil ich muss sagen, es ist unheimlich sympathisch. Ich mag es immer, wenn die Kämpferinnen und Kämpfer die Möglichkeit haben, quasi nochmal ein Level aufzusteigen, einfach nur, wenn sie gut performen. Weil ganz oft kämpft man ja, kämpft man vielleicht auch gut, aber es ist irgendwo, wo es keiner sehen kann. Also interessiert es am Ende keinen so wirklich, außer dass man vielleicht eine Notiz im Rekord hat. Und das war es aber. Insofern, sehr cooles Konzept. Dankeschön. Ich werde es mir angucken. Und das war echt ein langer Podcast für mich, auch wenn wir jetzt nur ganz kurz gesprochen haben. Ich muss sagen, das Schönste an diesem Podcast war aber, natürlich mit den ganzen coolen Athleten zu sprechen, auch 2-mal den Fight of the Night Bonus zu vergeben, aber dass Marc nicht da war
und mir endlich mal niemand ins Wort gefallen ist. Das habe ich so richtig genossen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Sonntag. Wir haben extrem viel coolen Content für uns auf unserer Plattform. Guckt euch gerne die Sachen an, die ihr noch nicht gesehen habt. Habt ihr von Jihad Akipa die Hood Story noch nicht gesehen? Dann schaut sie euch an, stöbert mal ein bisschen rum auf dem Kanal. Werdet Mitglied, denn dann könnt ihr jede Menge coole Sachen sehen in der Vergangenheit, in der Zukunft. Ihr könnt die Sachen, die jetzt waren, nochmal nachholen. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Puh, ich bin jetzt ein bisschen durch. Aber ich bin auch echt froh, weil wir haben ein paar coole Gespräche geführt mit coolen Kämpfern und natürlich mit dir jetzt noch am Ende. Mule, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Dann gerne ist da deine Kamera, das ist Tradition bei uns. Der Gast hat das letzte Wort. Kommt gerne vorbei am 10.06. in die Sporthalle Wandsbek in Hamburg. Wir freuen uns auf euch. Okay, ich freue mich jetzt auf den Feierabend und auf ein kühles Glas Wasser. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Bis dahin, macht's gut, haut rein und bleibt cremig. Oh, yeah. We'll be right back.